Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mindful Well Healing, dem Podcast, bei dem es rund um das Leben, Gesundheit und vor allen Dingen auch Leichtigkeit im Leben geht. Ich bin Imke Hausner, die Frau hinter Mindful Well Healing. Ich bin Apothekerin, Heilpraktikerin und Coach und freue mich riesig, dass du dir auch diesen Podcast wieder anschaust. In diesem Podcast habe ich Christian Schwarzer zu Gast. Und Christian war zur Zeit des Interviews in Österreich. Und da wir beide nicht sicher waren, ob das Internet stabil genug ist, zu dem Zeitpunkt, hat Christian seine Kamera ausgelassen, sodass du auf YouTube zwar jetzt mich sehen kannst, aber von Christian nur ein Standbild. Das tut dem Inhalt des Podcasts natürlich keinen Abbruch. Und deshalb hoffe ich, dass du ganz viel für dich mitnehmen kannst, ganz viele Aha-Momente hast und viel Spaß beim Zuhören hast. Ich freue mich riesig, dass du dir auch heute wieder meine neue Podcast-Folge anhörst. Und auch heute habe ich mir wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen, und zwar Christian Schwarze. Christian Schwarze ist ehrenamtlicher Barfußpädagoge und legt seinen Hauptfokus seit 2016 auf Erlebnispädagogik und Naturverbundenheit. Und er hat auch die ehrenamtliche Initiative Barfuß durchs Leben ins Leben gerufen. Und zwar möchte er auch insbesondere Eltern Mut machen, ihre Kinder natürlicher aufwachsen zu lassen, und Kinder sollten die Möglichkeit bekommen, im Alltag barfuß sein zu dürfen. Und da gibt es einen schönen Spruch, denn Kinder lernen zuerst mit den Händen und dann mit den Füßen. Was ich auch total spannend finde, Herr Schwarzer hat Neurowissenschaften als Fernstudium studiert, mega, Hut ab. Und ihm ist die Natur sehr, sehr ans Herz gewachsen und er hilft mit beim sich erinnern an unsere Natürlichkeit und auch insbesondere an die unserer Kinder. Und ich freue mich riesig, Herr Schwarze, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute mit mir zu sprechen. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Ja, hallo. Vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr über die Einladung. Ja, und freue mich auch über die Zuhörer und Zuhörer. Ja, und ja, bin da sehr engagiert in dem Thema und freue mich deshalb umso mehr, dass auch das Neurologische hier ein wichtiger Bestandteil ist des heutigen Podcasts. Danke. Genau. Ja, was ich so spannend fand das letzte Mal, also wir hatten ein kurzes Kennenlerngespräch, was mir sehr gut in Erinnerung geblieben ist, dass ja Barfußlaufen so ein bisschen wie Schokolade fürs Gehirn ist. Ja, ganz genau. Also in der Wissenschaft sind die Füße noch relativ unerforscht. Es gibt natürlich schon sehr, sehr viel und ich habe mich sehr mit dieser Materie, seitdem ich diese Fußverletzung hatte und dann quasi auf die Füße quasi geerdet worden bin, habe ich mich mit dem Thema sehr stark beschäftigt. Damals mit dem Harvard-Professor, man nennt ihn den Barefoot-Professor der Harvard-Universität, der halt eben das Barfuß dann in den Fokus genommen hat, meistens auch unter der Rubrik Leistungssteigerung für Athleten. Und und dann bin ich da tiefer reingegangen, was bringen denen die Füße noch? Weil ich habe mir die Frage gestellt, wie kann das sein, dass wir in dieser Körperstelle ungefähr 5-mal so viele Nervenendigungen haben als im Gesicht? Wieso können wir an den Füßen so viel spüren, theoretisch? Nur, wir nutzen es ja derzeit nicht so, jedenfalls nicht die breite Masse. Also was hat das auf sich? Also warum gibt es da so viel? Wäre es denn nicht einfacher, wenn man da weniger hätte, man wäre unempfindlicher, die Leute könnten ohne Probleme über den Strand laufen oder sonst wie machen. Nur wieso ist das da unten so empfindlich, habe ich mich gefragt. Was ist denn dann noch? Und bin dann dort, sei es jetzt Thema Neurologie, Parkinson und so weiter, welche Reparaturfunktionen die Füße tatsächlich haben, natürlich auch auf die Botenstoffe gekommen und auf die Neurotransmitter. Und dann natürlich auch Serotonin. Und das glaubt, und dann dachte ich, das ist ja genial. Da gibt es tatsächlich Serotonin-Zellen in der Fußsohle, die halt eben durch eine gewisse Stimulation halt eben gelöst werden können. Also tatsächlich, Serotonin ist ja, man kennt das ja von der Schokolade, von dem Schokoladeessen, kann man durchs Barfußgehen quasi dieses Serotonin halt eben lösen. Und das macht halt eben glücklich. Was halt eben Menschen, die mit mir auf Tour gehen, dann halt eben auch bestätigen. Das finde ich halt einfach so genial. Gerade heutzutage sind ja auch die
das Glück ist so greifbar nah und da möchte ich das halt den Leuten also auch ein bisschen näher vermitteln können. Genau, also wir haben serotonine Zellen in der Fußsohle. Wahnsinn. Also das wusste ich auch nicht. Acetylcholin, darüber hatten wir das letzte Mal gesprochen, gerade im Zusammenhang mit Parkinson. Serotonin, das öffnet ja ein unglaublich weites Feld. Ich meine, wie viele Menschen sind im Burnout, sind in Depressionen gefangen? Und Ja. wenn wir über die Ernährung arbeiten, weil im Darm sitzen ja auch unglaublich viele Serotonin produzierende Zellen und dann noch barfuß laufen würden, das wäre ja ein Ja. unglaublicher Benefit für den Körper. Ich habe da eine kleine Geschichte, wenn ich erzählen darf. Ist das Sehr okay? gerne. Also wegen dem Serotonin. Ich war auf eine Hochzeit eingeladen mit meiner damaligen Lebensgefährtin und zwar in Südtirol. Und wir haben das Hochzeitspaar vorher gefragt, ob ich denn auch barfuß kommen könnte, weil ich bin der und der. Und dann sagte, ja, kein Problem, kommt, habt eine gute Zeit. Und dann standen wir da, haben so ein bisschen getanzt und dann kam ein junger Herr. Und der hat sich kurz vorgestellt, er ist der und der und der. Und er findet das ganz super, dass man da barfuß unterwegs ist. Und er wollte dann das nochmal bestätigen und sagte, wissen Sie was, ich hatte mal Burnout. Und wissen Sie, was mir mein Arzt damals empfohlen hat, dass ich eine Barfußübung mache. Und er hat mir halt erklärt, wie diese Barfußübung geht und dass es ihm tatsächlich danach besser ging. Und er hatte eine bestimmte Übung mit ihm halt gemacht. Das kann man da zu Hause auch ausprobieren. Man nimmt einen Besenstiel, man legt ihn hin, dann steigt man mit den Füßen, quasi mit dem Fußgewölbe auf den Besenstiel und dann wandert man immer von links nach rechts oder von rechts nach links. Das heißt, man stimuliert die Füßmitte, das Fußgewölbe, was man ja heutzutage in den Schuhen kaum noch stimuliert. Und damit kann man diese Serotoninzellen aktivieren. Und ja, also es gibt dann halt eben diese Erleichterung und auch dass die mehr das seelische Gleichgewicht. Und das finde ich faszinierend, dass das von einem Arzt gekommen ist und dass da jemand auf uns zugekommen ist und der seine Geschichte erzählt hat. Und das finde ich halt eben gut, dass es nicht nur um die Bücher geht, sondern auch die Menschen, die mir begegnet sind in den vielen Jahren, die ihre Geschichte erzählen. Und deshalb dachte ich, erzähle ich die heute mal ganz kurz. Super, super. Und ich frage mich jetzt allerdings tatsächlich, warum das noch nicht mehr in die Öffentlichkeit gedrungen ist. Dieser Benefit, ja, wenn ich über die Füße Serotonin quasi freisetzen kann und Acetylcholin, warum ist das noch so klein? Ja, also ich denke mal, das ist eine gute Frage. Also da habe ich jetzt auch keine Patentantwort drauf. Ich denke mal, wir sind halt eben gesellschaftlich so gewachsen. Wir sind ja gerade viel im Wandel, viele Möglichkeiten, Potenzialentfaltung ist ja auch schön, dass man einfach merkt, da ist noch so viel Potenzial drin. Das sind die Dinge, die wir halt meistens vorleben. Es ist vielleicht noch nicht so gesund, so gesellschaftlich akzeptiert, dass man halt vielleicht mal die Schuhe auszieht, wenn man einfach sagt, du, ich mache da gerade etwas und ich brauche das gerade so und ich bin dann halt viel ausgeglichener. Gerade in den Schulen, da gibt es eine riesengroße Studie von Barfußschulen auch in Skandinavien, allerdings auch in Großbritannien und in Neuseeland. Da wurde in, glaube ich, über 100 Ländern wurde eine Studie verfasst. Man hat einfach geguckt, was würde denn barfuß ausmachen bei den Schulkindern. Und die konnten also dann viel, viel besser lernen. Und warum? Weil sie viel aufmerksamer waren. Also steigert auch die Aufmerksamkeit. Und ja, das finde ich halt eben sehr faszinierend, was da alles mit zusammenhängt. Und tatsächlich ist es mir auf den Reisen auch so begegnet, dass ich halt eben jungen Kindern begegnet bin, mit den Eltern natürlich, und die Eltern erzählen mir von dem Leid. Mein Sohn, meine Töchter, die möchten halt immer barfuß sein, aber in der Schule ist das ein großes Problem. Und dann machen sie es dann heimlich unter dem Tisch. Und es ist eigentlich was ganz Natürliches und gleichzeitig auch etwas Befremdliches, weil es halt eben nicht so der Mainstream ist, weil wir halt eben, ja, gewisse zivilisierte Ansichten halt eben haben, was ich auch gut nachvollziehen kann. Dann gibt es noch so gewisse alten Glauben dahinter, wenn ich das mal so definieren darf, wo man halt eben sagt, du entzündest dir die Blase oder Hygieneprobleme. Nun, das ist tatsächlich nicht so. Meine Blase ist stärker geworden und auch das Immunsystem ist gestärkt worden. Und wegen Hygiene und überall da, wo Sonnenlicht drankommt. Wir wissen das ja mittlerweile durch Corona, dass Sonnenlicht eine desinfizierende Wirkung hat. Dann natürlich noch die Luft, das ist ja wie bei den Händen. Also von daher sind die Füße da viel hygienischer, als wenn man sie ständig in Schuhe packt.
Und da fällt mir gerade noch was ein. Es gibt tatsächlich mittlerweile Ärzte, die nur noch barfuß operieren. Weil man kann die Füße viel hygienischer machen als halt die Schuhe oder auch den besten Plastikhandschuh, den man sich um die Schuhe anzieht, die Mediziner. Und haben auch viel mehr Gefühl in der Chirurgie und spüren auch sofort einen Fremdkörper auf dem Boden, weil das muss ja alles total steril und zumindest hygienisch sauber sein und haben da viel mehr Gefühl. Das heißt, ein viel stärkeres Feingefühl. Das finde ich auch so faszinierend, was sich da alles schon bewegt. Und ansonsten, ja, die Welt ist halt eben für Reifen, für Räder und für Schuhe gemacht. Aber vielleicht wandelt sich das ja in den nächsten Jahren Ja, ein ich bisschen. hoffe sehr. Ich hoffe sehr. Also ich habe ja ganz begeistert erzählt, dass ich mit Ihnen gesprochen habe und auch nochmal sprechen werde jetzt im Podcast. Und ich habe ganz unterschiedliche Reaktionen gehört. Die meisten haben tatsächlich gesagt, boah, wie genial. Und einige haben tatsächlich, oh, ist das unhygienisch. Ne? Also das kam so richtig, oh, haben sich fast geschüttelt, wo ich dann dachte, ja, dann hört euch den Podcast an, weil da wird das Thema dann ein bisschen geklärt werden. Aber das ist diese Konditionierung, die da einfach noch drüber liegt. Ne? Na klar, kann ich auch gut verstehen. Selbst mir, das ist jetzt total lustig, wenn ich da mal jemanden barfuß sehe. Ich bin das ja auch nicht gewohnt. Und dann ertappe ich mich auch bei Gedanken so seltsam. Und dann, ey, du bist ja selber barfuß. Und es ist einfach so ungewohnt. Selbst für mich ist doch ganz klar. Thema Hygiene. Sie glauben gar nicht, oder du glaubst gar nicht, wie schön hygienisch das ist, wenn man morgens, das kann ich jedem empfehlen, auch ihr, die gerne dann halt die meiste Zeit in Schuhen seid, ist ja auch völlig in Ordnung, jeder so wie er mag. Aber gerade für die Kinder ist das halt eben wichtig, aber da vielleicht noch gleich nachher später ein bisschen mehr. Das heißt Morgentau treten, sagt ja schon Sebastian Kneipp, enorm wichtig. Er hat ja Bücher geschrieben, einmal ein Buch für die Kranken und ein Buch für die Gesunden. Und da steht ja auch schon so viel drin. Eigentlich ist das gar nicht so viel neu. Manche Sachen geraten halt in Vergessenheit, weil sie vielleicht nicht in den Mainstream gekommen sind. Und über den Wiese laufen, über das nasse Gras. Das macht die Füße so sauber. Das ist einfach wunderbar. Morgentau, so ein sauberes Wasser. Das ist einfach so wunderschön. Ist noch eine schöne Fußmassage obendrein. Das ist einfach wunderbar. Man trocknet sich danach die Füße ab. Das ist wunderbar, prima. Natürlich, Wasser und Seife helfen natürlich auch bei den Füßen, nicht nur bei den Händen. Man hat die Füße mal öfter in der Hand. Einige sagen ja, in den Füßen steckt das ganze Leben, mal sein Leben selbst in die Hand nehmen, bildlich gesprochen. Also wie oft berührt denn mal die Hand den Fuß? Es darf ruhig mehr sein. Und das ist das, was die Kleinkinder ja machen schon dann relativ früh. Die nehmen gerne mal, spüren ihren ganzen Körper, nehmen auch gerne die Füße in die Hand, spielen dann in die Füße, in den Mund und so weiter. Enorm wichtig. Deshalb vielleicht auch später da noch ein bisschen mehr, liebe Eltern, gibt den Kindern die Möglichkeit, dass sie sich selber spüren können. Lasst die Socken weg, die brauchen es nicht. Und ja, klar, aber zum Thema Kälte und so kann man nachher vielleicht auch noch ein bisschen mehr erzählen. Ja, sehr, sehr gerne. Ich frage mich jetzt gerade, wissen Sie, ob auch Dopamin dann ausgeschüttet wird übers Barfußlaufen? Das ist eine gute Frage. Dopamin ist ja eher so das Ego-Hormon und Serotonin und da gibt es noch andere Hormone. Das ist mehr so das Wir-Hormon wie das Oxytocin. Und das weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß etwas anders. Ich nenne es mal das Muthormon. Ich nenne es mal einfach so ganz simpel, weil Kinder klettern ja gerne und gerne auch auf Bäume. Und das hat auch etwas damit, hängt auch etwas damit zusammen, dass halt eben das Gehirn wächst und zwar zeitgleich mit den Füßen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und diese ganzen Sensoren, Hände und Füße sind enorm wichtig. Das sind so die Fühler fürs Gehirn, dass es halt eben wächst und auch ein Gefühl dafür bekommt, fürs eigene Ich, aber auch für die Umwelt. Und das Gehirn automatisch folgt dem natürlichen Entwicklungsprogramm. Es wächst übrigens von hinten nach vorne. Das kann man sich vorstellen, wenn man eine Faust ballt und sie dann so langsam ballt, dann sieht man halt eben unten, also rechts das Stammhirn oder je nachdem, wie man die Hand hält oder unten. Und der Vorderbereich entwickelt sich halt eben erst viel später, so nach der Pubertät. Ja, und genau, die klettern dann halt eben rauf, folgen ihrem natürlichen Entwicklungsprogramm und die wenigsten fallen runter. Das sind auch ganz entspannt. Die haben ja, zeigen ja kaum Angst. Wenn man sich vorstellt, als Erwachsener würde man plötzlich einen Baum raufklettern, man hätte wahrscheinlich Angst. Die meisten klettern auch noch barfuß.
Und tatsächlich gibt es dann halt eben so, dass es dort, wenn man halt barfuß klettert, wahrscheinlich war das noch von früher so, wenn man von irgendeinem Tier gejagt worden ist, man hat sich auf den Baum gerettet, dann kann man ja nicht permanent in diesem Angstding drin sein. Es braucht ja auch irgendetwas von der Natur, wo man wieder runter von kommt. Und da gibt es also auch gewisse Punkte, wenn man halt so auf den Baum klettert, wird auch wieder sehr stark die Fußmitte stimuliert. Und wenn man auf den Ästen unterwegs ist. Und dann merkt man irgendwann eine gewisse Zeit, wo man wird ruhiger, die Angst nimmt ab, man wird gelassener, aber auch nicht unbedingt übermütig. Das heißt, man bekommt wieder mehr Kontrolle. Und das sehe ich dann also auch so bei den Kindern. Kinder, die vom Baum stürzen, ist dann meistens dann, wenn die Eltern ihre Angst auf die Kinder übertragen, bitte fall nicht, stürz nicht. Dann ist plötzlich das Wort Stürzen drin, also wie stürzen, warum soll ich denn stürzen? Und man ist nicht mehr im Moment, man ist nicht mehr in der Bewegung, man ist nicht mehr in dem Spiel. Und gleichzeitig kennt das Gehirn das Wort nicht, und man hört halt eben nur, bitte stürz. Und das nicht kann schon mal ausgeblendet werden. Und Kinder gehorchen ja eigentlich an sich schon sehr gerne, nur sie gehorchen auch gerne ihrem eigenen natürlichen Entwicklungsprogramm. Und das Gehirn sucht sich quasi die nächste Challenge, die nächste Nahrung, das nächste Erspüren, nicht nur erleben, das nächste Spüren. Das Gehirn lebt wirklich davon in den ersten Jahren, dass es permanent spürt, die Sensorik angeregt wird und dass dadurch halt eben das Gerüst gebaut wird für diese Leistungsstärke eines jeden Gehirns. Das ist enorm wichtig. Das ist wie ein Computer. In den ersten Jahren wird die Hardware gebaut. Und dann später kommt dann halt eben die Software, Thema Schule, wird das ganze Wissen sich angeeignet. Und die Hardware kann nur so gut werden, je nachdem, wie viel spüren kann das, was hat das Kind alles gespürt in seiner Umwelt, wie reduziert waren die Stressoren, wie stabil sind die sozialen Connections dass es da in seine Fülle kommen kann. Aber das Spüren ist enorm wichtig. Und das geht über den Parkettboden darüber hinaus. Das ist unglaublich spannend. Ich hatte Ihnen ja gesagt, ich habe immer schier Stehhaare gekriegt, wenn meine Kinder barfuß gelaufen sind. Das hat sich Gott sei Dank ja dann auch geändert. Und ich habe gerade so Bilder vor Augen, dass es ja so modern ist, den kleinen Kindern dann schon diese Lederschuhchen anzuziehen mit Wildledersohle, ja, bevor sie dann anfangen zu laufen. Das ist ja fatal eigentlich, wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt, ne? Ich schneide ja ein Stück weit der Entwicklungsmöglichkeit meinem Kind ab. Ja, also ja, ich meine, einerseits kann ich das verstehen. Wir leben natürlich von den Informationen, daraus entwickelt sich ein Glaube, wo man einfach sagt, das ist so. Und wir leben ja auch in einem Wandel, wo wieder neue Erkenntnisse kommen. Und ja, ich kann es schon verstehen, basierend auf den Informationen, die man mal hatte, dass es, wenn man es jetzt mit einer anderen Brille sich anschaut, durch eine andere Perspektive, dass man sagen kann, gut, das ist ja dann ja nicht mehr so optimal, gelinde formuliert. Gut, dass wir das jetzt wissen und gut wäre es, wenn wir dann jetzt auch handeln und die Sachen dementsprechend so, dass wir den Kindern halt die Möglichkeiten geben, die wir vielleicht damals nicht hatten. Einige hatten sie eventuell, vielleicht nur nicht so bewusst und dass wir es halt eben bewusster machen. Ich gebe Ihnen da gerne nochmal ein Beispiel. Ich war auf dem Spielplatz und die Kinder spielen und die sehen mich da barfuß und die Eltern fragen, ich möchte auch barfuß sein, die Eltern. Dann merke ich plötzlich auf einmal, schreit das Kind und ist am Weinen und es möchte auch. Und plötzlich merkt das Kind, ach, man darf es ja doch, da ist ja einer, der macht das. Und dann merkt es so in seinem Gefühl wahrscheinlich drin, oh, ich brauche das, ich möchte es aber haben, aber ich bekomme es nicht. Nicht, weil das Kind seinen Willen durchsetzen will, sondern weil das natürliche Entwicklungsprogramm wieder getriggert worden ist. Und gleichzeitig aber auch an diesem ja, an diesem Limit ist oder an dieser Hürde oder Blockade. Natürlich wollen wir Eltern, dass es den Kindern gut geht. Und wir sind darauf angewiesen, auf den Informationen und unserem Wissensstand, dass wir das Beste natürlich wollen. Und ja, wenn man es halt eben nicht weiß, handelt man natürlich immer nach bestem Wissen und Gewissen. Und ja, da kommen halt eben wir ins Spiel, dass wir einfach sagen, schaut mal, das ist jetzt so. Aktuell, das und das. Wir haben auch ein E-Book geschrieben, was frei verfügbar ist. Das kann man sich dann angucken.
Man kann auf die Workshops gehen, Vorträge kommen. Wir machen das, wie gesagt, ehrenamtlich. Erlöse werden gespendet an Waldkindergärten oder an Barfußpfade für Grundschulen. Ja, und was ich dann sagen wollte, dann gab es das Argument, ja, da können ja Spritzen liegen auf dem Spielplatz. Dann ich so, ja, dann Initiative, dann halten wir den Spielplatz sauber. Aber die Straßen sind so dreckig. Ja, dann haltet doch die Straßen sauber. Also ich finde, dass es für die Kinder enorm wichtig ist, dass sie ihre Freiheiten bekommen. Und wenn es halt eben für uns mehr Arbeit wäre, rein theoretisch, ja, ich glaube, wenn es für die Kinder machen wir, glaube ich, schon sehr viel, wenn wir halt wissen, aha, es geht darum, es ist enorm wichtig. Und die Kinder sind auch irgendwann mal für uns da, rein theoretisch. Also jedenfalls sind sie auch unsere gesellschaftliche Zukunft. Und ich glaube, Straßen sauber halten, Spielplatz sauber halten, ist, glaube ich, ja, das kriegt man hin, oder? Also das ist eigentlich, ja, das kriegt man ja fast mit links hin. Also es ist jetzt nicht so ein riesengroßer Aufwand. Das sollte man schon schaffen, wenn man sich das mal einfach so anguckt. Das ist Ja. ein bisschen das Thema Eigenverantwortung, ne? Dass wir ja in so einer Gesellschaft leben, wo uns viel abgenommen wird. Und wir sollten eigentlich wieder in die Eigenverantwortung gehen, selber schauen, wie Sie das gerade gesagt haben, dass die Spielplätze in Ordnung sind, dass die Straßen in Ordnung sind, dass unsere Kinder dann eben davon profitieren können. Und dann zeigen wir den Kindern ja auch wieder, du darfst selber auch dafür einstehen, für das, was wichtig ist. Ne? Und nicht nur diese Konsumgesellschaft, in der wir uns ja teilweise noch sehr befinden. Wir Ganz konsumieren die genau. Sauberkeit oder eben Nichtsauberkeit der Straße und so weiter. Ganz genau, ganz genau. Und das ist ja bei der Gesundheit nicht anders, ne? Dass wir auch da in die Eigenverantwortung gehen und jetzt auch sagen, deshalb finde ich das auch so wertvoll, dass wir mit dem Podcast jetzt darüber sprechen, was es für Möglichkeiten gibt. Wir können da auch in die Eigenverantwortung gehen, unsere Kinder schon mal wieder ein bisschen vorlaufen lassen. Wenn das die breite Masse noch nicht weiß, dann gehen meine Kinder jetzt eben barfuß durchs Leben. Ganz genau. Wir können von den Kindern noch so viel lernen, weil das ist ja noch ein Zustand der, des Natürlichseins. Und Kinder wollen von Natur aus natürlich auch das machen, was die Eltern vormachen. Und in dem Augenblick, wo es halt eben stark kollidiert, was ich gerade schon sagte, mit diesem Entwicklungsprogramm, was ja genetisch verankert ist, dann kommen halt eben die Spannungen. Und Kinder wollen natürlich auch möglichst ihr ganzes Potenzial entfalten. Nur sie haben noch nicht können sich noch nicht so artikulieren. Sie können noch nicht auf diesem Niveau mit uns reden, dass man uns Erwachsenes bewusst macht, dass sie etwas tun, was absolut Sinn ergibt und was absolut wichtig ist für die, für deren Erfaltung. Ich sagte das schon mal in unserem Vorgespräch. Und wenn ein Kind sich hinstellen würde und würde sagen, Mama, ich weiß. Da machst du dir Sorgen, kann ich gut verstehen. Nur bei mir ist es halt eben gerade so, ich bin im Wachstum. Und wie du weißt, wachsen Füße und Gehirn gleichzeitig. Und es ist halt eben deshalb so, dass gerade jetzt in den ersten Jahren und Monaten bei mir die Hardware halt eben gerade reift. Und ich wünsche mir halt eben, wenn ich erwachsen bin, ein wirklich gutes Gehirn, wirklich leistungsstark, clever, smart, ausgereift. Und da brauche ich halt eben viel, was ich gerade halt eben spüren kann. Wenn ich mal die Jacke weglasse, du weißt dann halt, ich brauche mal wieder was spüren. Also wenn ich mit Matsch bedeckt nach Hause komme, dann ist es nicht, weil ich hier mehr Arbeit machen möchte. Ich brauchte das halt eben gerade, das ist meine Spürnahrung. Und ja, weil wenn ich mit Schuhen unterwegs bin und ich muss die dicke Jacke anziehen, dann bilden sich vielleicht bei mir nur 7000 Synapsen pro Sekunde. Aber ich weiß auch von den Nachbarskindern, die haben 1 Million Synapsen pro Sekunde. Und warum? Sie spüren einfach mehr. Da guckt keiner, wenn einer mal nur mit der Unterhose rausgeht. Die sind dann da, die sind mit der Erde im Kontakt, die spüren den Regen, sogar im Winter mal den Schnee, denen geht's gut, die lachen und haben Spaß. Das würde ich gerne auch so haben. Von daher, ich passe schon gut auf, ich habe die Jacke im Rucksack, die Wollsocken vielleicht auch. Wenn es für dich passt, für mich würde es passen, wäre das so okay für dich. Das können die Kinder natürlich nicht. Wenn man so mit einem Vater, mit einer Mama reden würde, würde es wahrscheinlich leichter gehen. Die können meistens nur schreien, die können meistens nur rebellieren, ist halt eben so. Und wenn wir diese Sprache halt eben als wie so eine Art Dolmetscher im Gehirn so ein bisschen umsetzen können, und den Rahmen schaffen, wo sie sich wirklich sicher fühlen und wenn mal was, dass sie immer wieder die helfende Hand bekommen, den helfenden Arm. Ich glaube, da machen wir Eltern schon eine ganze Menge Gutes. Ja, auf alle Fälle. Das Wort Spürnahrung finde ich ja mega genial. Also da habe ich schon mal was ganz Tolles für mich mitgenommen jetzt. Und ich habe mich gerade gefragt, weil ja so unglaublich viele Botenstoffe über die Fußsohlen auch angeregt werden. Wir haben ja dieses Zeitalter der ADHS, ADS-Kinder.
Und ich habe ja selber in der Apotheke gearbeitet und habe die Betäubungsmittelkartei damals geführt. Und innerhalb von 1,5 Jahren sind in einem kleinen Dorf 80% Kinder dazugekommen, die quasi dann Ritalin oder Concerta oder ähnliches bekommen haben. Jetzt, wenn wir die Kinder mehr in ihre Natürlichkeit bringen würden, barfuß laufen, mehr wieder auch mit der Natur verbinden lassen, dann denke ich, haben wir da ein ganz anderes Thema. Absolut, ganz genau, absolut. Ja, man gibt halt den Krankheiten halt immer einen Namen. Und ja, teilweise sind es vielleicht nicht direkt Krankheiten. Da bin ich allerdings immer etwas vorsichtig, sondern ich kläre gerne auf, ich gebe mal eine andere Perspektive, ich rege zum Mitdenken, zum Nachdenken an. Stelle vielleicht nicht unbedingt dann direkt neue Glaubenssätze ran. Jeder kann seine eigenen Erfahrungen machen. Ich weiß halt nur, dass unsere Lebensweise automatisch auch neue Krankheiten, in Anführungsstrichen Krankheiten, hervorgerufen hat. Und teilweise halt eben auch vielleicht erstmal so diagnostiziert worden sind. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, dass Schizophrenie teilweise schwierig ist in der Diagnose, in der Diagnostik. Und da wahrscheinlich auch sehr viele dabei sind, die gar nicht schizophren sind, die einfach nur vielleicht anders spüren, die vielleicht anders einen anderen Draht haben. Und das ist vielleicht dann eher, ja, nicht direkt eine Krankheit, vielleicht dann halt eben teilweise etwas, ja, wo halt ein Mensch mal halt eben anders ist, vielleicht andere ausgeprägte Fähigkeiten hat, vielleicht als jemand anders. Gut, aber dieses Feld überlasse ich dann halt eben tatsächlich den Medizinern und ich finde es halt super gut, wenn wir unsere Geschichten halt eben teilen, was denn da halt eben alles so passiert. Und ich denke, dass da noch sehr viel ist, wo wir uns untereinander, wenn wir uns kollektiv vernetzen, dass unser Wissen vernetzen, vor allen Dingen also auch die Lebensgeschichten halt eben vernetzen, dass wir da einfach ein anderes Bild bekommen. Ein Bild bekommen, was halt eben pro Kinder halt eben ist, dass wir mit den Diagnosen da vielleicht ein bisschen vorsichtiger sind, bevor wir vielleicht dann halt solche auch über einen Kamm scheren. Absolut, absolut. Also ich stelle mir auch oft die Frage, was ist eigentlich normal und wer legt das fest? Na, also das ist ja auch schon so sehr spannend. Was ist jetzt Mainstream und was nicht? Und ich denke, da darf man auch mal gerne seinen Fokus öffnen und breiter werden im Denken. Und wie Sie schon sagten, schauen, was bringt das Kind für Fähigkeiten mit unter Umständen oder dieser Mensch, nur wenn er eben nicht so in diese eigentliche Schublade passt. Genau, ich werde gerade daran erinnert, danke, an ein Buch von Jean Ohm. Sie wohnt in Washington, D.C. Und sie hat ein Buch geschrieben über, dass der natürliche barfüßige Bewegungsablauf positiv die allgemeine neurologische Hirnentwicklung von Kindern halt eben unterstützt. Und da steht unter anderem drin, dass halt eben die Wechselwirkung zwischen Gehirn und Füße wird halt eben stark vom erwachsenen Westeuropäer unterschätzt, insbesondere dann, wie man halt eben die Kinder fördert. Und zwar aufgrund unserer hochtechnisierten und normierten Lebensweise. Da sind wir auch bei dem Begriff normierten Lebensweise. Und es wäre halt eben gut, wenn wir halt diese Artenvielfalt auch auf den Menschen übertragen. Wir reden ja mittlerweile im Klimawandel, dass wir die Artenvielfalt erhalten und auch die Biodiversität. Und das wünsche ich mir halt eben auch bei den Kindern. Da gibt es natürlich auch eine große Artenvielfalt, auch eine große Biodiversität. Und es sind nicht alles immer nur die Krankheiten. Und bei unserer symptomorientierten Medizin, klar, dann kommt man natürlich manchmal auf solche Schlüsse. Und ja, es gibt halt eben teilweise eher Defizite des Spürens. Und das ist halt eben, da wir vielen Gebäuden sind. Die Kinder müssen halt eben teilweise mehrere Stunden in den Klassenzimmern halt eben sitzen, sind halt eben gegen Wind und Wetter halt eben geschützt. Und wenn wir da die Balance finden zwischen dem gesundheitlichen sich wohlfühlen und dem Spüren, ich glaube, dass die Kinder dort sich viel besser entfalten können. Absolut. Ich habe vor langer Zeit mal in der Ärztezeitung ein Interview von einem Vater gelesen, selber Arzt, Vater von 5 oder 6 Jungs.
Und der dann geschrieben hat, wenn wir die Kinder einfach wieder rauslassen würden, in die Natur, wie sie vorhin schon sagte, auf Bäume klettern lassen würden und sich erspüren und erfahren lassen würden, hätten wir entweder wesentlich weniger oder gar keine dieser Diagnosen. Und das fand ich auch sehr, sehr spannend. Und das sagt eigentlich schon alles. Ja, es gibt eine Statistik, die ist nicht von mir. Und zwar wird davon zukünftig ausgegangen, dass jeder fünfte neurologisch erkrankt. Das wären ca. 20% der Bevölkerung. Die Frage ist, warum? Und zwar gibt es den Begriff der schulbedingten Neuropathie. Man hat herausgefunden, das kam übrigens von den Astronauten, ganz am Anfang, wo die Astronauten im Weltall waren, hat man sich gewundert, warum die mit Hirnschäden wieder zurückkamen. Man hat festgestellt, das kann man übrigens nachlesen, im E-Book findet man auch die Links, sind also wahre Begebenheiten, dass halt eben aufgrund der Mikrogravitation die Füße unterstimuliert waren. Es gibt das alte Sprichwort, use it or lose it, benutze es oder du verlierst es. Und so hat es sich das halt eben auf die Nervenendigungen ausgeprägt und auch ist das Gewebe halt eben schneller gealtert. Und in dem Augenblick, wo halt eben die Füße unterstimuliert waren, hat das Gehirn halt eben auch abgebaut. Die Astronauten kamen halt eben zurück mit teilweise Fehlempfinden in den Füßen und halt eben mit diesen Hirnschädigungen. Darauf hat die NASA reagiert. Man kann auch dieses Gerät sehen. Mittlerweile wird es teilweise auch bei Parkinson oder anderen neurologischen erkrankten Patienten halt eben angewandt. Das sind sogenannte Fußstimulatoren. Und die stimulieren halt eben dann die Füße mit der notwendigen Gravitation, aber auch mit der notwendigen Stimulation der Fußsohle. Und das ist halt eben dort enorm wichtig. Und wenn man sich das halt eben so vor Augen führt, merkt man, oh, die Füße sind doch schon enorm wichtig. Und jetzt könnte man ja denken, ja, also alle, die Schuhe anhaben, erkranken mal irgendwann. Das kann man nicht so pauschal sagen. Aber ich kann mal eins sagen, man erreicht nicht seine volle Potenzialentfaltung. Und es ist ungefähr so wie mit dem Haarausfall, sage ich mal so als Beispiel. Beim einen fallen die Haare mit 50 aus, bei einem erst mit 80. Es gibt in China, gibt es ein Dorf, die kriegen erst mit 80 graue Haare. Kann man auf YouTube sehen. Ist ein Dorf, die Frauen leben barfuß, waschen sich da die Haare im Fluss mit frischem Quellwasser. Sozusagen in Anführungsstrichen machen die alles richtig. Und was ich da sagen möchte, ist, dass bei dieser schuhbedingten Neuropathie, das heißt, die Füße auf Dauer werden von den Schuhen gequetscht und diese Quetschungen können halt eben auch Teile von diesen Nervenendigungen halt eben beeinträchtigt werden, halt eben sogar absterben. Und das macht sich natürlich über Jahre hinweg erst bemerkbar auf das Gehirn. Und das ist dann so ein eher schleichender Prozess. Und dann wundern sie sich dann halt, was passiert da? Und das ist mir bewusst geworden, als ich nach einem Vortrag mit einem 90-jährigen Mann geredet habe. Der sah gar nicht aus wie 90, der war topfit, macht viel Sport und Jogging und so, hatte seine Jogginganschuhe auch an, sagt der Schwarze, das, was Sie da sagen, ist für mich logisch. Jetzt verstehe ich auch, warum ich ein Gefühl habe, als würde ich von unten faulen. Also was er damit meint, ist, dass er halt eben seit 90 Jahren halt eben viele Schuhe trägt. Und jetzt ihm so bewusst geworden ist, wie wichtig das ist, dass wir ein Mensch sind aus Fleisch und Blut und wir natürlich so viel spüren, damit wir auch mal in den Kontakt gehen mit der Natur. Und die ist ja halt so vielfältig. Ja, absolut. Absolut. Boah, ist das spannend. Also ich bin ganz geflasht über das, was ich heute wieder erfahren darf. Sie haben ja auch angedeutet bei unserem Kennenlerngespräch, dass das auch noch einen guten Zusammenhang mit Ernährung gibt. Ja, Ernährung, ja klar, also Ernährung ist natürlich sowieso schon per se enorm wichtig. Und die Ernährung unterstützt natürlich auch teilweise auch die Bildung von Acetylcholin und anderen Neurotransmittern und anderen Botenstoffen, die man halt eben in dem Körper hat. Und da ist Ernährung natürlich enorm wichtig. Und Kinder sicherlich brauchen teilweise auch eine andere Ernährung als eventuell wir Erwachsenen, weil die viel aktiver sind, im Wachstum sind und so weiter und so fort. Ist natürlich Ernährung ein riesengroßes Feld. Und je nachdem, was das Kind da gerade braucht. Es ist teilweise eben oft so, dass
die Kinder schon selber wissen, was sie brauchen. Mhm. Außer wir füttern sie halt eben mit, wenn ich das mal so sagen darf, mit sehr viel Zuckerhaltigen, was halt eben die Kinder in eine gewisse Abhängigkeit bringt. Mir ist mal eine Szene passiert, da habe ich beobachtet, wie ein Kind seine Zuckerlimonade nicht bekommen hat und die Mutter wollte nicht, dass es das trinkt, aus verschiedenen Gründen. Und das Kind ist aggressiv geworden, weil es halt eben sein Dope nicht bekommen hat und wollte unbedingt seinen Zucker haben. Ich denke, in dem Augenblick, wo relativ zuckerfreie Ernährung da ist, können sich die Kinder von sich aus halt eben auf das besinnen, was für sie gut ist. Das funktioniert aber auch meistens auch nur, wenn man auch mal im Wald ist, mal ein bisschen Wildobst probiert. Das kann man natürlich in den Städten so ein bisschen weniger. Von daher ist man ja schon eher auf die Supermarktnahrung angewiesen. Und deshalb ist es natürlich für die Kinder voll schön, wenn man dort mal, wenn man die Möglichkeiten hat, Thema Urban Gardening, bei der Transition Town Initiative ein bisschen mitwirkt und solche Sachen macht, ist vielleicht nicht für alle Familien halt eben drin. Allerdings eine gute, ausgewogene Ernährung finde ich schon halt eben gut. Ich persönlich, ich kann jetzt erstmal nur von mir reden, also ich merke halt eben, dass bei mir die pflanzliche Ernährung sehr gut geht. Allerdings auch jetzt nicht unbedingt dogmatisch. Ich habe halt eben dort ein Gefühl für mich entwickelt, wo ich halt eben intuitiv halt eben merke, was brauche ich denn gerade. Und normalerweise esse ich auch keine Milchprodukte. Bei mir ist es so, dass die Milchprodukte außen sehr gut wirken und innen halt eben was anderes. Und allerdings bei sehr heißen Tagen, das kennt man vielleicht auch aus dem Ayurveda, gibt es halt eben kühlende Nahrung, es gibt wärmende Nahrung im Winter. Und ja, klar, wenn man jetzt halt natürlich darauf achtet, dass man eine gute Nahrung hat, womit man auch gut durch den Winter kommt, ist auch nochmal Kalorien und Fett stärker als vielleicht im Sommer. Im Sommer ernähre ich mich halt eben sehr leicht. Mhm. Allerdings für die neurologische Entwicklung, klar, da braucht das Gehirn, das ist ganz, ganz wichtig, da braucht es schon Glucose, da braucht es halt eben etwas, da braucht es schon richtig Pep dahinter. Von daher ist es auch klar, dass natürlich die Kinder gerne zuckerhaltiges essen. Und genau, da gibt es halt eben auch Nahrung, die sehr stark glykosehaltig ist. Das wissen wir halt eben auch von dem Obst. Und von daher kann ich wirklich nur empfehlen, wenn die Kinder Lust auf Obst bekommen, und dann ja gerne, gerade jetzt in den Sommermonaten, die Erdbeeren, wenn man noch den Luxus hat und man hat noch irgendwo in der Nähe, irgendwo einen Wald, wo die Blaubeeren wachsen. Das ist ja einfach super, das ist ja super gut. Und chlorophyllhaltiges, grünes ist auch super gut. Und ja, ich glaube, die Natur kann so viel bieten, man muss es halt eben nur nutzen. Ich kenne es halt eben selbst. Manchmal ist der Supermarkt halt eben die einfache Lösung. Ja, man kann da sehr viel, ernährungstechnisch kann man sicherlich sehr viel machen. Ja, also wir haben einen Teil Wildgarten, den haben wir auch wild gelassen. Und da sammle ich öfter dann auch mal Löwenzahnblätter und dann gibt es Löwenzahnsalat. Und wenn man das lange genug einweichen lässt, dann ist das auch nicht mehr so bitter. Weil das wäre ja das, was den Kindern dann vielleicht nicht so schmeckt. Aber wir haben auch Walderdbeeren im Garten. Und die Kinder lieben das, inzwischen daran zu gehen und sich selber zu bedienen. Das ist auch eine Sache der Gewohnheit. Was ich noch fragen wollte, weil wir vorhin ja dieser Benefit vom Barfußlauf, ne, der ist ja, denke ich mal, unbenommen. Wenn jetzt jemand überlegt, okay, ich würde vielleicht mich da gerne rantasten, was ist denn von den Barfußschuhen zu halten, die es so gibt? Die sind ja oftmals aus Kunststoff. Ja, das ist auch eine gute Frage und auch etwas diffizil. Mensch und Füße sind ja wirklich sehr individuell und jeder hat seinen eigenen Komfort, seine eigene Komfortzone. Und ich kann mir vorstellen, dass halt eben Minimalschuhe, weil Barfußschuhe, ich sag mal so, entweder ist man barfuß, man kann in jeden Schuh ohne Socken gehen und dann wäre theoretisch jeder Schuh ein Barfußschuh. Bei den sehr minimalistischen Schuhen mit einer sehr dünnen Sohle, damit man halt eben möglichst viel spürt, der Fuß nach Möglichkeit sehr flexibel abrollen kann, können für manche Bereiche, sogar auch für Sportlerinnen und Sportler oder für Freizeitsportlerinnen und Sportler, eine
eine Alternative sein oder auch eine Zwischenlösung sein oder auch eine Lösung sein, wo Sie sagen, für mich passt das. Ich denke, die Vielfalt an Auswahlmöglichkeiten würde ich schon auch eher, finde ich gut. Jetzt sagtest du gerade Plastik und das ist gerade der Punkt. Was man halt eben nicht weiß und unterschätzt ist, dass man halt an den Füßen auch schwitzt. Und das tun die Kinder und Erwachsenen teilweise unterschiedlich. Und in einem nicht so atmungsaktiven Milieu, wenn man jetzt auf die Hygiene achtet, man merkt ja, die einen haben vielleicht nicht so wohl riechende Füße, also ist schon ein wichtiger Bestandteil. Da kann sich halt eben neben dem Schwitzen, wenn es halt eben vermehrt den Schweiß anregt, können sich dort auch mehr Elektrolyte absondern. Das schwächt wiederum den Körper. Das ist nicht so gut, wenn man barfuß das Erlebnis mal hat. Man kriegt also nicht nur den frischen Wind um die Nase, sondern es kühlt auch gleichzeitig den Körper. Es ist wie eine Art Klimaanlage. Man kriegt die extra Portion Sonne. Wenn es jetzt ein atmungsaktives Material wäre, wäre es umso besser. Ich kenne halt eben Menschen, die nutzen solche Schuhe und die dann halt eben sagen, es müffelt dann mal irgendwann. Das ist ja ein Zeichen von Bakterienansammlung. Wenn ihr so etwas nutzt, das Gefrierfach hilft manchmal. Also ich sehe es als Zwischenlösung. Ich sehe es als Möglichkeit, dass sich Leute langsam dran tasten, weil ja auch die Muskulatur aufgebaut werden muss. Und insbesondere die Sehnen und Bänder. Das braucht ja je nach Fuß eine ganz andere Zeit. Und auch da bitte geht's, wenn ihr jetzt sagt, boah, das ist so genial, ich möchte es mal ausprobieren, nehmt euch bitte Zeit. Also es braucht dann wirklich Zeit, bis sich so eine Muskulatur aufbaut. Gerade die Sehnen brauchen extrem länger als die normale Muskulatur, dass die Haut sich anpasst, der Fuß anpasst. Er wird muskulöser, er wird biegsamer, also viel, viel kräftiger. Es braucht halt eben seine Zeit. Und das ist halt eben heutzutage so das Ding. Man kann es nicht mal eben so schnell kaufen. Man nimmt sich die Zeit für sich selbst, für seinen eigenen Körper und gibt ihm auch die Zeit, dass es halt eben dort sich gesund wachsen kann und sich halt eben erstmal aufbauen kann. Also zu den Minimalschuhen, ich sage ja, der das so haben möchte, der einfach sagt, ich fühle mich da gerade einfach wohl und sicher. Je nachdem, auch wo er unterwegs ist, Offroad, Off-Track, sicherlich eine feine Sache. Und auch in manchen Gelände, wo man einfach sagt, das ist mir jetzt zu unfallträchtig, da kann ich mir vielleicht was eintreten, kann es auch eine Alternative sein. Mhm. Es gibt Naturvölker, die bauen sich solche Huarachis, das sind Sandalen, Huarachis, Sandalen. Dann nimmt man einfach eine Sohle, man macht drei Löcher rein, ist eine gewisse Bindung mit einem Schnürsenkel. Man hat auch einen sehr fesch aussehenden, besohlten Fuß. Das geht ganz gut. Da kann man Kurse belegen oder man guckt sich das auf YouTube an oder man macht bei uns mal einen Workshop mit, ziemlich simpel. Die Kinder haben Spaß daran, dass sie sich ihre Schuhe mal selber bauen. Das ist ein sehr leicht, sehr, sehr leicht, das kann man sehr leicht machen, relativ wenig kostspielig. Ja, sieht gut aus, finde ich. Und ja, genau. Wäre auch eine Möglichkeit, auch sehr minimalistisch. Mhm. Und die Workshops sind dann wo? Die Workshops, es ist unterschiedlich. Wir machen teilweise Workshops, also meistens im Alpenbereich, weil wir gerne die Berge mitnehmen. Ach ja, Berge, genau. Mhm. Das ist enorm wichtig. Wenn ihr mit Barfuß starten möchtet, gebe ich euch den Tipp, barfuß die Berge rauf ist meistens super angenehm. Alleine schon von Verlagerung des Körpergewichtes her merkt man einfach, man kann es vergleichen, wenn man anfangs startet, ist zum Beispiel bergab barfuß, ja, würde ich sagen, unangenehm. Bergauf relativ angenehm, weil das nicht das komplette Körpergewicht unbedingt auf den Füßen lagert, wie als würde man auf einer Ebene gehen oder halt eben bergab. Bergab zieht euch eure Minimalschuhe an oder eure Schuhe an und so habt ihr schon mal einen super Einstieg. Also wir machen sehr viele Workshops eher so in den Bergregionen, weil für den Anfang das Bergaufgehen erstmal Spaß macht und halt eben barfuß auch leicht bekömmlich ist. Genau. Hm? Werde ich ausprobieren in Südtirol, wenn ich da demnächst bin. Man rollt die Füße doch aber auch anders ab barfuß, oder? Als in Schuhen.
Oh ja, oh ja, danke, dass du das sagst. Ja, ganz genau. Ja, das ist enorm wichtig. Natürlich, wenn man immer den gleichen Punkt triggern würde, dann kriegt man sogenannte Hotspots. Vielleicht der ein oder andere Joggerläufer erinnert sich, aha, ich kriege mal zwischendurch so heiße Füße. Oder Radfahrer kennen das auch, wenn die mit Klicks oder mit ihren Radschuhen trainieren, weil Hotspots entstehen dann, wenn man immer wieder die gleiche Abrollbewegung hat. Und das Schöne ist beim Barfuß, dass es halt eben sehr vielfältig sein kann, je nach Untergrund, je nach Boden. Nun gibt es ja auch, wie beim Joggen auch, oder bei Marathonlaufen mittlerweile, die Mittelfußläufer. Dann gibt es noch die Heel-Striker oder die Forefoot-Striker. Da gibt es ja auch verschiedene Leute, die einfach verschiedene Techniken haben. Beim Barfuß ist es meistens so, je nach dem Untergrund, gehe ich bergauf, gehe ich bergab, wo bin ich gerade, nimmt man das volle Potenzial der Fußsohle. Manchmal rollt man von vorne nach hinten, manchmal geht man doch auf die Ferse, manchmal geht man auf die Mitte, manchmal nur die Seite. Man kennt es vom Yoga, manchmal hat man solche Positionen, wo man auch die Füße nur seitlich belastet. Also im Grunde genommen macht es hier wieder die Vielfalt. Es gibt, also sage ich mal so, nicht nur den einen Gang, der auf allen Untergründen den ganzen Tag lang immer passt. Wer nur Vorfuß laufen würde, würde sehr stark die Zehengelenke ständig belasten, würde immer die gleiche Hautfläche belasten, nämlich meistens vorne, die kann schnell abgerieben werden, gerade sagen wir mal auf Asphalt. Man nutzt hier auch eben auch die Vielfalt der Abrollmöglichkeiten. Von vorne nach unten Vorfuß oder auch mal über die Ferse nach vorne, mal ein bisschen seitlich. Dann gibt es ja auch interessant bei Kindern, die so laufen, da patschen die Füße noch so richtig. Patsch, 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 patsch. Die klatschen so richtig auf den Boden, so wie Hände klatschen. Auch das ist schön. Dann geht es dann also genießt die Vielfalt des Barfußgehen. Wenn ich das Wort falsch benutzen darf, das einzig Falsche ist, wenn man sich an irgendetwas klammert und man sagt, man muss es immer so machen. Ich würde eher sagen, der Untergrund macht's. Wie geht's euch gerade? Was sagt der Fuß? Tut mir vielleicht gerade die rechte Seite weh? Belaste ich vielleicht mehr die linke Seite? Oder ich gehe mal auf den Zehenspitzen eine Zeit lang. Also da habe ich natürlich, nutzt die Freiheit. Die Füße sind doch frei, nutzt die Freiheit. Das ist es in Schuhen fast gar nicht möglich. Spannend. Ja, wegen immer nur eine Sache, auch mit Ernährung und allem oder auch beim Barfußlaufen. Ich finde, alles, was dogmatisch ist, ist einfach nicht gut für uns. Da dürfen wir uns wirklich wegbewegen und mehr ins Ausprobieren kommen. Wieder ins Ja. Fühlen, wie du ja auch sagst. Was ich auch so spannend fand im Vorgespräch, die Frage, warum unser Oberkörper im Vergleich zu den Beinen relativ kurz geraten ist und die Beine eben sehr lang sind, da hast du ja auch eine Erklärung dafür. Ja, ganz genau. Ja, im Grunde genommen sind wir dafür gemacht, dass wir uns fast durch jedes Gelände bewegen können. Und wir sind vielleicht den englischen Rasen gewohnt, wir sind halt den Asphaltweg gewohnt, wir sind die Böden gewohnt von den Räumen. Und nun in der draußen sieht es halt eben anders aus. Und da hat man halt eben auch hochgewachsene Gräser. Und wo man halt eben macht, tut euch mal den Gefallen. Also genießt das mal. Natürlich vorher mit dem Bauer reden, weil plattgetretenes Mähgras mag keiner, weil das fault, das lässt sich halt schlecht mähen. Aber wenn ihr in den Genuss kommt, macht das mal, wie sich das anfühlt. Nimmt mal eine kurze Hose und geht mal mit der kurzen Hose mal so durch ein Feld, was hochgewachsen ist, was ihr dann spürt. Und dann vielleicht versteht ihr dann halt eben die Kinder, was die für ein Gaudi haben. Und dann macht ihr es auch nochmal barfuß. Also wir sind von der Natur aus so konzipiert, dass wir möglichst auch, das können auch Gewässer sein, dass wir mit unserem langen Bein möglichst durch dieses Gelände uns gut manövrieren können. Und auch relativ Kälte und relativ Hitze unempfindlich uns fortbewegen können. Der Oberkörper hingegen sollte natürlich geschützt sein, meistens. Das ist so meine Empfehlung. Und ja, was das dann halt eben bedeutet, durch so ein hohes Grasfeld gehen oder hochgewachsenes Feld mal gehen, das ist wunderbar. Vor allen Dingen auch sehr interessant für die Zehenzwischenräume. Bei mir ist es manchmal so, dann komme ich aus so einem Feld raus. Und dann habe ich so Kornblumen zwischen den Zehen hängen oder ein Gänseblümchen. Das heißt, die Deko ist direkt mit drin. Und ja, es ist volle Fein, sehr angenehm. Ja, also diese Freiräume wünsche ich mir für die Kinder.
und dass man da halt eben sehr viel mitnehmen kann. Ich finde es übrigens auch sehr gesund, weil man natürlich auch viel mehr Fläche hat, wo auch die Sonne uns mit Vitamine versorgen kann, Vitamin D. Man hat ja so ein bisschen Angst vor Sonnenbrand und so weiter. Übrigens ist es enorm selten, also da muss man sich schon anstrengen. Natürlich, jeder Hauttyp ist anders, ganz klar, vorsichtig. Aber dass man überhaupt einen Sonnenbrand auf den Füßen bekommt, das ist relativ unwahrscheinlich. Je nach, außer man liegt natürlich irgendwo rum. Klar, aber wenn ich jetzt meine, man wird spazieren gehen und so weiter, sind ja meistens Nacken, Gesicht und Schultern davon eher betroffen. Aber der Fuß, finde ich, hat so den optimalen Winkel, so als Sonnenkollektor, vor allen Dingen auch im Winter. Spannend, gerade mit Vitamin D, das ist ja ein Riesenthema, ne? Die Kinder werden ja dann auch heutzutage mit Lichtschutzfaktor 50 eingecremt. Und dann kommt ja auch wieder gar nichts durch, was dieses Provitamin D in der Haut aktivieren könnte. Was ja Ganz auch ein genau. Problem ist. Und wenn man dann die Füße vielleicht mal so ein bisschen freilassen würde, Ja, eben ganz weil genau. da was nicht viel passiert. Spannend, so spannend. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Ich bin echt fassungslos. Das ist ja schon fast eine Stunde. Ja, also was mir gerade einfällt, ist ganz schnell nochmal wegen Vitamin D und so weiter. Wir leben halt, denke ich mir, in einer relativ schnelllebigen Zeit. Wenn man sich an die Sonne gewöhnen könnte und die Jahreszeiten mitnehmen würde und die Kinder wären mehr draußen, dann ist das Risiko eines Sonnenbrands relativ gering. Und wir brauchen ja auch die Sonne so als Sonnennahrung. Wir wissen zum Beispiel, dass die Knochen des Gehirns sind ja lichtdurchlässig teilweise. Gewisse Wellenlängen kommen halt eben durch. Das ist auch eine gewisse Art der Lichtnahrung. Und es gibt sogar, glaube ich, von skandinavischen Wissenschaftlern ein Gerät, wo man halt Depressionen mit reduzieren kann, indem man Lichtkopfhörer trägt. Weil es ist herausgefunden worden, dass wenn das Sonnenlicht in das Ohr eindringt, uns also auch unser Gemüt aufhellen kann. Und so, gerade in der Winterzeit, die Skandinavier haben ja weniger Sonnentage als wir, tragen die halt solche LEDs in den Ohren und beugen damit halt eben eine gewisse Winterdepression vor. Also es ist enorm wichtig, dass wir uns ein bisschen mehr öffnen für das Draußensein und vor allen Dingen auch die Kinder, dass die halt die Möglichkeit bekommen, dass die auch diese Lichtnahrung bekommen. Natürlich, wie mit allem, die Dosis macht das Gift. Wenn man natürlich am ersten Sonnentag 24, na, sagen wir mal 20 Stunden draußen wäre, das wäre vielleicht ein bisschen viel. Das ist genauso wie mit der besten Nahrung. Nimmt man davon zu viel zu sich, ist es auch nicht gut. Dann lieber die Dauer reduzieren, früh in den Schatten gehen, sich Pausen gönnen, und sagen, morgen ist auch noch ein Sonnentag. Das ist vielleicht manchmal besser, als wenn man sich halt eben doch zu stark mit diesen Sunblockern eincremt. Spannend. Jetzt habe ich schon wieder so viele Impulse gekriegt, weil mit diesem, was du gerade erzählt hast, den Hörern oder auch dem, was da in Skandinavien läuft, ich aktiviere darüber ja meine Zirbeldrüse. Das heißt, der Benefit muss ja unglaublich sein. Und auch wenn wir unsere Fuß, also wenn die Zehenzwischenräume, wenn die ja auch dann quasi durch Gräser stimuliert werden, rege ich ja auch meine Lymphe an. Und das ist ja auch wieder gut fürs Immunsystem. Ganz Spannend. genau, ganz genau. Übrigens, vielleicht noch eins, so ein bisschen so Takeaway-Message. Also tatsächlich dieser Ganzkörpersinn, das eigene Gefühl haben, wer bin ich und so weiter, dass ich das komplett ausprägen kann. Unser Körpersinn basiert zu 70% auf die Barfußsensorik. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, Ja. dass man da halt eben versteht, wie viel Magic oder wie viel Potenzial in den Füßen tatsächlich drinsteckt. Und gleichzeitig braucht es natürlich Zeit. Also, wenn ihr es probieren wollt, habt Geduld, nehmt euch die Zeit. Und genau, und automatisch werdet ihr die Orte finden, die auch wirklich eine gute Nahrung sind für die Füße. Weil barfuß ist nicht automatisch barfuß. Wer barfuß auf dem Sofa liegt, hat zwar keine Socken und keine Schuhe an. Mit barfuß geht es natürlich darum, dass man sich bewegt, ein bewegtes Leben führt. Bewegtes Leben führt. Wie schön. Christian, vielen, vielen Dank. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiterreden.
Es hat mir so viel Spaß gemacht und so viele Aha-Momente mir selber jetzt auch nochmal gegeben. Und ich denke, da ist ganz viel auch für die Hörer drin. Ich bedanke mich von Herzen für deine Zeit und finde das mega. Ich verlinke das alles, wo man dich findet. Und auch das E-Book wäre ganz interessant, glaube ich. Und dann werden ganz viele Menschen davon profitieren können. Vielen, vielen Dank. Herzlich gerne, Imke. Vielen lieben Dank und ja, noch eine schöne Zeit. Dankeschön. Danke.